Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Hinter mir seht ihr das Projekt, weswegen ihr seit Wochen keine Videos mehr von mir gesehen habt, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich in einem Kanal über Schwarzzelte, Buschkraft, Drausikocher, Pfadfinder auch so ein Gewächshaus interessiert. Aber es ist inzwischen so ein großes Projekt, dass ich gedacht habe, ich erzähle doch einfach kurz was darüber. Und wenn es nur das ist, dass ihr wisst, wo ich gerade dran bin, dass ihr euch nicht wundert, wo bleibt Jodenland und was macht Jodenland gerade. Der Lockdown hat sich ja angeboten, auch was Größeres anzugehen. Es war ja abzusehen, dass man jetzt bis zu dieser Zeit hier nicht viel anderes tun kann, als zu Hause ein bisschen zu werkeln und zu basteln. Und so haben wir uns eben entschlossen, ein Gewächshaus zu bauen. Weniger jetzt, weil wir da besonders grüne Daumen haben und viel hier selber als Gemüse anbauen würde, sondern einfach nur zum Ausprobieren. Vielleicht kriege ich mal den grünen Daumen her. Nee, es geht darum, so ein bisschen zu experimentieren. Paradiesle, paar Tomate und da einfach dem Bastelwahn ein bisschen gerecht zu werden. Also, ich zeige euch kurz, was wir hier die letzte Zeit getan haben. Und ihr sagt einfach, ob es euch interessiert und ob ich euch ein bisschen mehr davon erzählen soll. Ja, hier habt ihr einen Blick in das Gewächshaus rein. Man sieht noch nicht allzu viel, außer ein paar Tomate und Gurke und Melone. Ein Fass mit dem wilden Wein, aber die eigentliche Beete, die man anlegen wolle, die sind noch leer. Da liegt noch das Baumaterial drin. Hier ein paar Töpfe, die hatte mal ganz im Mai noch draußen stehen, aber mittlerweile auch hier reinkommt ins Gewächshaus. Das kommen jetzt dann auch schön die Tomate dran. Also ich denke, wir werden ein paar Tomate hinkriegen, die Physalis und die Honigmelone. Das hier könnte eine Wassermelone wäre, da müssen wir mal schauen. Und die zwei Hochbeete, die haben wir schon aufgefüllt. Da sitzen jetzt Radiesle, Gurke, Tomate, Basilikum und solche Dinge drin. Wobei die Tomate schon mal geschwächelt haben, weil gerade in der Regenperiode, da war das Dach vom Gewächshaus noch gar nicht drauf. Und ja, deswegen sehen die Tomate jetzt halt so aus, wie sie aussehen. Und hier in der Ecke noch, der ist wild aufgegangen. Das gibt einen Riesenkürbis. Da bin ich mal gespannt, wie viel Platz der noch in Anspruch nimmt. Und zwei Weinrebe, die dann später auch mal das ein bisschen beschatten sollen im Sommer. Dass dann einfach oben rüber hier, sag ich es mal, hier, wo die Sonne hier so reinscheint, dass da dann so eine gewisse automatische Beschattung auch funktioniert. Das Besondere an diesem Gewächshaus ist, man meint hier, wir stehen auf festem Boden, aber wir sind quasi auf dem Niveau von unserem Schuppedach draufgegangen. Ich zeige euch mal einen kurzen Blick raus zu es. Sieht man nämlich hier, wenn ich hier rausgucke aus dem Gewächshaus, dann habe ich hier einen Blick auf unsere Feuerstelle, auf unser unser Backhaus und hier runter praktisch zum Abwerfen der Kompost. Ja, und hier sieht man jetzt, wie das Gewächshaus auf unserem alten Schuppe steht. Der hat vorher ein Ziegeldach gehabt. Das haben wir abgetragen, der Schuppe innen drin nochmal neu ausgesteift, die ganze Sparre eingesetzt. Es kommt ja doch einiges an Last auf so ein Gewächshaus oben drauf. Und haben es dann hier in die Höhe gebracht. Der Grund, weswegen, ist zum einen, dass wir hier vom Platz her natürlich etwas optimiert haben und uns keine Fläche zugebaut haben. Und es ist halt Nordseite hinter diese Häuser hier. Das heißt, je höher wir oben sind, umso länger im Jahr kriegen wir auch Sonne auf dieses Gewächshaus oben drauf. Und dafür bleibt dann unten im Schuppe etwas Platz für Technik. Hier kommen ein oder zwei IBC-Container hin, die das Wasser sammeln, was quasi über das Gewächshausdach geht und das dann, was ich hochpumpe kann, in einen Hochbehälter, der auch oben im Gewächshaus steht und von dort aus eine stromlose Bewässerung für die Beete anlegen kann. Ja, den Hochbehälter seht ihr dahinter, da. Da wird also das Wasser hochgepumpt und von da kann es drucklos dann über so kleine Tonbewässerungskegel in die Beete und Töpfe fließen. Das funktioniert schon mal ganz gut.
Ja, genau. Weiter möchte ich auch gar nicht auf das Gewächshaus als Detail eingehen. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall wieder, woran ich die letzte Woche so gearbeitet habe, wenn ich nicht für euch Zelte verpackt habe. Aber ihr könnt entscheiden, ob ihr mehr von diesem Projekt hier sehen wollt. Dann gebt uns einfach eine positive Rückmeldung. Wenn ihr sagt, geh raus, nimm die Kohle mit, nimm die Hürde mit und zeig uns da noch die Kniffs und Tricks, dann schreibt es auch rein, wenn ihr Dinge sehen wollt. Und dann schauen wir mal, vielleicht kriegen wir wieder regelmäßiger Videos hin. Das Gewächshaus geht jetzt quasi erstmal so vom groben Bau her in seine Schlussphase. Da sind noch einige Kleinigkeiten zu tun. Aber da habe ich jetzt Zeit bis im Herbst, bis es kalt wird. Und wir wollen ja auch im Sommer noch mal ein bisschen unterwegs sein. Und schauen wir mal, was auf uns zukommt. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Ralf von Jodeland.